Hallo, willkommen. Heute gibt es einen neuen Nähtipp und zwar geht es diesmal um das Thema Rechts-Links-Naht oder auch französische Naht genannt. Das könnt ihr wunderbar benutzen bei Blusen oder Kleider, die aus leichten, feinen Stoffen sind. Und das ist einfach nochmal ein bisschen eine hochwertigere Verarbeitung, macht nicht mehr Arbeit, aber sieht wirklich am Ende schöner aus. So, wenn ihr also mit der Rechts-Links-Naht beginnt, dann ist der erste Unterschied schon einmal, also wenn ihr eine Seitennaht schließt oder eine Unterarmnaht zum Beispiel, dass ihr die Nähte nicht wie sonst, legt ihr das ja rechts auf rechts und näht dann die Naht. Und bei der französischen Naht oder Rechts-Links-Naht fangt ihr mit links auf links an. Also ich habe hier jetzt nur zwei so grobe Rechtecke geschnitten und um euch das zu zeigen, also ihr legt es links auf links. Und wir haben ja bei den Seitennähten und bei den Unterarmnähten haben wir immer 1,5 cm Nahtzugabe. Das passt auch ganz gut, weil wir können dann diese Naht hier erstmal mit einem halben Zentimeter abnähen, das schließen. Und im zweiten Step nähen wir dann noch einen Zentimeter ab. Aber das zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. Hier habe ich jetzt also diese halben Zentimeter Naht abgenäht, wie ihr seht, und habe das schon mal auseinandergebügelt, die Naht. Hier seht ihr die abgenähte Naht. Wichtig ist wirklich, das empfehle ich euch, dass ihr die Naht wirklich auseinanderbügelt, weil das macht sich im nächsten Schritt einfach viel einfacher. Und zwar im nächsten Schritt wird das Ganze auf dem Kopf gebügelt, sage ich jetzt mal. Also diese genähte Naht liegt quasi dann im Umbruch. Und jetzt wird das Ganze mit einem Zentimeter abgenäht. So, jetzt habe ich hier diese Naht, also mit einem Zentimeter abgenäht nochmal. Die zuvor genähte Naht, die liegt jetzt hier genau im Bruch. Dann näht ihr hier mit dem Zentimeter runter und bügelt das Ganze dann zu einer Seite. Wenn ihr jetzt aber eine Nahtzugabe habt, die nur 1 Zentimeter breit ist, dann müsst ihr entweder ein bisschen weniger abnähen oder ihr schneidet beim Zuschneiden einfach 2-3 mm dran. Also das müsst ihr auch immer ein bisschen entscheiden, je nachdem, was es für ein Stoff ist. Und wichtig ist auch, dass diese Variante sich eben nur eignet bei Nähten, die relativ gerade sind. Also wenn ihr jetzt eine große Rundung oder so drin habt, dann würde ich das nicht empfehlen, weil das zieht dann nachher. Ja, und dann, wenn ihr euch das dann umdreht, dann seht ihr, dann ist das hier eine ganz saubere Naht und es ist von beiden Seiten einfach sauber. Und ihr habt euch die Overlocknaht gespart und habt dafür eben nur zwei Nählinien. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese neue Verarbeitungsmethode bei einem eurer nächsten Nähprojekte einsetzt und wünsche euch viel Spaß dabei und viel Erfolg.